zusammen, wir sind hier auf dem Swiss Innovation Day 2021 in Zürich in der Schweiz. Und mit mir sitzt hier in unserem Aufnahmestudio auf dem Swiss Innovation Day Simone Müller-Staufli. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Gerne. Sie sind von der Schatz AG und Sie waren gerade eben als Speakerin auf der Bühne. Und Sie haben über gastronomische Trends gesprochen. Aber für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten, wie würden Sie denn die drei Kernaussagen zusammenfassen? Gerne. Ich denke, wir befinden uns in der Gastronomie gerade an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Mhm. Ich würde mir erlauben zu sagen, ein Wendepunkt, weil die Covid-Krise doch einiges ins Wanken gebracht hat. Und wir merken immer mehr, wie die Technologie in die Gastronomie reinfindet. Also bis anhin war das vielleicht ein Reservationssystem, das online stattgefunden hat. Aber alles andere war sehr, sehr analog. Und immer mehr kommen jetzt Systeme rein, wie QR-Codes, wie Apps etc., die dieses Gästeerlebnis bereits im Restaurant drin eigentlich mitbewegen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz spannend zu sehen, was da gerade passiert. Mhm. Und das Gästeerlebnis wird sich ein Stück verändern. Das wäre dann vielleicht gleich auch die zweite Aussage. Also das Erlebnis wird zum einen kürzer werden an gewissen Orten, wo es wirklich darum geht, sich zu verpflegen. Und zum anderen aber auch eben wichtiger werden. Weil wenn ich nicht nur Lust habe, mich zu verpflegen, sondern auch etwas zu erleben, dann werde ich bestimmt auch ein Restaurant aufsuchen. Und dann ist auch diese Erwartung oder dieses Bedürfnis nach Erlebnis deutlich höher. Also es sind eigentlich so ein bisschen zwei Gegentrends. Zum einen diese Effizienzsteigerung durch die Technologie und zum anderen dieses Bedürfnis nach Erlebnis, wovon ich ausgehe, dass es immer mehr an Bedeutung auch gewinnen wird und die Gäste vielleicht auch bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen, für was sie bekommen. Super. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Sie arbeiten in einem Unternehmen, das extrem aktiv ist im Gastronomiebereich, Sie kriegen viel mit, gestalten auch viel mit. Was würden Sie denn sagen, hält Sie aktuell nachts wach mit Blick auf Ihre Unternehmen und professionelles Umfeld einfach? Gibt es da Themen, wo Sie sagen, darüber mache ich mir echt viel Gedanken? Ich mache mir insofern sehr viele Gedanken, dass es noch nicht so wirklich absehbar ist, wie lange das alles gehen wird. Mhm. Nur weil wir es bisher hierhin geschafft haben, heißt das nicht, dass wir ewig so weitermachen können. Das heißt, wir sind doch auch angewiesen darauf, dass irgendwann das Ganze wieder ein bisschen ins Laufen kommt. Im Moment läuft es super. Mhm. Aber was passiert, wenn sich die Konsumentenstimmung wieder verändert? Ich wäre froh, wir müssten nicht nochmal eine Schlaufe machen. Ja, ich glaube, da wären wir alle froh. Also es wäre schon wünschenswert. Und ja, mich hält ein bisschen wach auch nachts, dass es gerade um das Thema Mitarbeiter immer herausfordernder wird, gute Leute zu finden, gute Arbeitgeber zu sein. Also all diese Themen, die so wichtig sind für uns, weil wir sind People-Business. Diese Themen sind nicht mehr so einfach zu lösen. Also es ist tatsächlich so, dass wir um gute Leute wirklich kämpfen müssen und investieren in die Ausbildung, die Leute weiterentwickeln wollen. Das ist ein großer, großer Challenge. Ja, ich sehe. Haben Sie da Erfahrungen gemacht im Unternehmen mit Dingen, die Sie ausprobiert haben, die gut funktionieren, Mitarbeiter zu finden, zu binden und vielleicht auch gut weiterzuentwickeln? Können Sie da einen Tipp teilen mit Kollegen und Kolleginnen? Oder? Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Mitarbeiter, die Mitarbeiter bringen. Das ist immer das Beste. Mhm. Das sind immer die besten Leute, die so kommen und viel, viel reden mit den Mitarbeitern, sie kennenlernen, sich für sie interessieren und wirklich auch ihnen zu spüren geben, dass sie mich interessiert, wie es ihnen geht und ihnen auch Perspektiven bieten möchte. Mhm. Also insofern, ich habe da gute Erfahrungen gemacht, aber es ist halt sehr intensiv, sehr zeitintensiv, aber auch man muss wirklich rein wollen in das Thema und dann kommt das super. Super, vielen Dank. Dankeschön. War mir ein Fest und ich wünsche noch eine ganz tolle Konferenz heute. Dankeschön. Vielen Dank.